Hallo und herzlich willkommen zurück bei Freeman Guerrilla Warfare. Mir ist gerade etwas aufgefallen, so per Zufall. Habe ich mal ein bisschen durch die Infobildschirme geklickt. Und ich sagte ja, diese Truppe wäre ja hier so eine Art UN-Äquivalent. Das sind tatsächlich die Frauenkämpfer, Freiheitskämpfer. Und da können wir auch weibliche Mitstreiterinnen finden. Also von daher auch mal sehr interessant. Ich würde hier die jungen Menschen einmal liebevoll darum bitten, zu uns zu stoßen, damit wir die auch nutzen können. So, und das klappt wunderbarlich. Wir haben halt jetzt die Party hier, ne, aber wir haben jetzt auch nicht die besten Waffen. Gerade der Looter, der ist ja total Banane. Aber wenn die mal Raider werden oder so, dann haben wir nochmal Ersatztruppen für den Anfang. Und ja, ich wollte eigentlich in den Norden, gerade zu der Truppe, weil ich habe gedacht, UN-Äquivalent sowas, ne? Man sieht es halt auch so ein bisschen am Logo. Das könnte lustig werden. Entschuldigung. Oder die hier. Wir werden es gewinnen. Die Frage ist nur wie. Okay. Wir werden definitiv mit den Scharfschützen eigentlich hier hin müssen. Ich nehme auf jeden Fall auch die Sniper erstmal mit. Hallo? Ich möchte gerne die Karte benutzen. Danke. So, also die Snipers. Moment. Das sind die Bodyguard Fighter. Das sind die Machine Gunners. Das sind die Sniper. Und das sind die Grenadiers. Also die Grenadiers sollten mit denen hier versuchen, nach vorne zu laufen und eigentlich diesen Bereich abdecken. Na, also die würden hier zusammenlaufen. Währenddessen hätten die Sniper die Möglichkeit, hier auf den Berg zu kommen. Na, so ganz gut. Und hier die Fighter, die würden versuchen, von der Seite auszukommen. Das wird nicht einfach. Es werden sehr viele Leute sein, die gegen uns anstinken werden. Zur Not haben wir ja nochmal eine Truppe dabei. Und es ist dunkel. Ach du Scheiße. Das hätte nur ich mir ausdenken können wieder. Okay. Da vorne. Okay, den habe ich schon mal gut getroffen. Ironischerweise. Okay, ich hoffe, die Truppen werden gut nach vorne pushen. Gerade die Grenadiere nochmal. Damit die auch. Vielleicht positioniere ich sogar die Grenadiere. Ja, wobei, ich müsste die halt irgendwie da hinten am besten positionieren. Wir lassen die dann da mal durchgehen. Nur vorsichtig, ne? So. Oh, 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 oh. Die Scharfschutzis. Wird ein bisschen aufpassen. Bam! Erster Tod. Da hinten laufen die ersten Gegner. Die Sniper müssten sich ein Stück zurückziehen. Ein Schritt zurückziehen, tatsächlich. Sonst laufen wir voll in deren Scheiße rein. Ich hab noch keinen verloren. Alles gut. Okay, jetzt können die sich zumindest hier mal aufstellen. Vorne ist ein Gegner. Na? Ihr könnt alle abnippeln. So, noch einer ist weg. Die Sniper dürfen gerne feuern. So wie sie wollen. Okay. Na, komm, stirb doch. Hä? Das ist doch kein Baum mehr. Da ist noch einer. Dankeschön fürs Treffen. Okay, ich laufe mit den Snipern gerade mal mit. Einfach nur, weil es geht. Oh ja. Der ist weg. Ich werfe da eine Granate runter. Ich weiß nicht, ob da noch was kommt. Okay, nein. Okay. Okay, die Snipers, die stehen hier gleich. Und werden wild um sich feuern. Hoffe ich mal. Ich gehe mal hier gucken.
Okay, da war nur der eine. Alles gut. Okay, bitte, bitte, bitte. Bis zu mir vorrücken. Okay. Hoch. Dahin. Und die bitte dahin. Wir müssen gucken, dass wir das jetzt irgendwie hinwuppen. Am besten die Sniper dahin. Oh ja. Die Sniper haben schon Spaß. Oh, da hinten, da hinten, da hinten. Sniper, hier geblieben. Die holen wir uns. Die holen wir uns, die Jungs. You killed a bandit? Ich hab da keinen gesehen, der Typ läuft ja noch. Hau drauf, Allah. Mach die weg. Oh krass, wir haben aber ganz gut überlebt. Okay. Und rüber da. Und rüber da. Und rüber da. Wir holen uns die, wir holen uns die, wir holen uns die. Das ist etwas, was wir können. Jawohl, ich hab den sogar. Okay. Hui, da kommen unsere Jungs. Sehr gut. Enemy Squad ist fliegen. Der ist weg. Okay. Sehr gut. Alter, dieser Squad hier hat gerade mega aufgeräumt. Jawohl, der war auch mir. Das war jetzt Zufall, weil ich nur gesehen habe, dass da die Schüsse einschlagen. Na komm. Jawohl. Keiner ist verletzt. Kein einziger. Das ist sehr stark. Ich bin echt positiv überrascht. Und gerade auch die Sniper waren unglaublich effektiv gerade. Und der ist sogar Level up. So gut. Jetzt haben wir richtig gute Leute da. Und wie gesagt, der eine ist hier noch mit dabei. Wobei, wenn wir die ja schon haben, dann können wir tatsächlich den noch mit reinnehmen und den mit reinnehmen. Weil dann haben wir nochmal so einen kleinen Backup quasi, wenn es hart auf hart kommt. Ne? Also das heißt, wenn jetzt zum Beispiel, wenn wir merken, okay, die Gegner kommen recht nahe, dann haben wir ja nochmal Nahkämpfer, die dann halt dann nochmal die Gegner wegexen können. Ne? Also deswegen wäre es gar nicht mal schlecht. Ich meine, dann haben wir auch mehr Leute auf dem Feld. Dann passt es auch. Machen wir es mal so. Ich will ja ein bisschen Kohle haben. Oh, der hat das Geld nicht. Der hat ja nochmal kein Geld dafür. Okay, Moment. Kann ich hier Munition kaufen bei dem? Ja. Dann decke ich mich mit Munition ein. Ja, wir machen die Leute arm, wa? Wa? Ne? Also die beiden Sachen können wir dann auch nochmal verscherbeln. Jo. Gib mal deine Kohle. Was ist mit den Kohlen? Gib mal deine Kohlen. So, aber hier, zack, zack, ne? Zack. Es wird Drohnen geben, es wird Artillerie geben. Seht ihr ja oben. Seht ihr ja oben. Es wird schon gut. Okay, wir brauchen noch, ja, 2, ja, 1,8 an Erfahrung, wie ihr hier seht. Wir gucken gerade mal. Wir haben einen Helm. Wir haben eine Rüstung mit 40 Armor. Und wir brauchen more. Was haben wir denn so? Ein 30er. Okay, 35er Schutz. Das ist natürlich der Spetsnaz-Helm, der ist natürlich unschlagbar. 50er Armor. Gucken wir mal, wie viel hatte der Helm? Ich glaube, wenn er 30 hat. Ja komm, dann holen wir uns den neuen. Marketplace. Schub. Jo, 40 passt. Der wird verscherbelt. Kostet dann nur noch 2. Geht, kann man machen. Oh, hier ist noch mal eine Axt dabei, wie die Axt im Walde. Dann haben wir auch schon mal hier eine bessere Ausrüstung. Zago. So.
Haben wir das schon mal? Irgendwann müssten wir hier mal eine bessere Rüstung holen. Auch wenn wir jetzt gerade eigentlich ganz gut ausgerüstet sind. Armored Marauder traue ich mich noch nicht. Aber die Banditen hier. Die 18 nochmal mitnehmen. Oh, wow. Oh, oh. Ich würde mich trauen, wenn hier die Art of Ranger mir helfen würden. Aber die helfen ja nicht. So wie es ja üblich ist. So. Jetzt haben wir wieder 4 Teams dabei. Wir haben die Bodyguard. Leute, wir haben die Grenadiere. Wir haben die hier und wir haben die Snipers. Dann lassen wir die Bodyguard-Fighter einfach mal hier lang rennen. Die Grenadiere einfach mal da lang. Und die greifen von da an. Und die Sniper müssten sich recht schnell da hoch bewegen. Dann wird das unschlagbar. Die Sneaky Peets kann ich leider noch nicht mitnehmen. Increase Commanding Skill. Irgendwann mal. Es ist wieder dunkel, so dunkel. Eieiei. So, ich hoffe halt ganz besonders auf die Snipers. Weil wenn die Sniper oben drauf sind und dann wieder rumfeuern, wir haben ja vorhin gesehen, wie die abgehen können, dann ist der Sieg unser wieder. Und wir sollten so schnell wie möglich die Punkte aufsammeln, also die EPs aufsammeln. Damit wir unsere eigene Sniper-Waffe näher wählen können. Wo sollen die denn sein, der Gegner? Hallo? Ah, ne. Ah, da hinten laufen die. Ich meine, ich kann gerne da lang feuern. Oh, den habe ich getroffen. Oh, den habe ich aber böse getroffen. Oha. Nein. Hören Sie auf. Woher kommen die? Ah, da unten. Den Hammer. Nein, nein. Ja. Nochmal nachladen hier. Jo, Treffer. Weg ist er. Okay. Wie sieht's alle aus? Die können gerne noch ein bisschen größer laufen. Die sind gleich da, perfekt. Aber wir verlieren niemanden. Das ist immer so das Schwierigste, wenn man Leute verliert. Ah, da hinten. Warum ist bei mir gerade WhatsApp noch an? Och komm. Den habe ich. Warum schieße ich denn so weit daneben? Seht ihr das? Okay, dann war das gerade ein übler Fehler. Ich muss mich mal heilen. Nee. Okay. Ich wollte gerade nur kurz abwarten, dass die Schüsse vorbeigehen. Ich sehe jetzt nichts mehr. Da hinten. Den kann ich machen. Och komm! Nachlade ihn. Der ist weg. Jawohl, sieh. So kann's laufen. Und wir bekommen wieder Unmengen an Geld. Ah, wir können ja die imprisoned Leute ja verkaufen. Stimmt. Habe ich ganz vergessen, Alter. Uff. Ja, das ist das Erste, was ich mache. In die Bar, ne? Hier, talk to Slaver. Das ist schon ein bisschen übel, aber... Aber hey, 400? Und ich wissen, wie viel andere bringen. Ah, Moment. Hat auch noch ein bisschen Kohle. Also, hatte. Wenn ich das Zeug hier jetzt erstmal verscherbel, dann ist keine Kohle da.
Es tut mir auch immer voll leid, ich nehme die Händler voll aus, so. Ich bin wie so dieser unbeliebte Gast. Oh, was hast du denn jetzt schon wieder dabei? Ja, so dich und das und jenes. Komm, wir kaufen einen davon, wir kaufen einen. Wir kaufen zwei davon. Brauchen wir nicht so viel. Oh. Destroyer will pay. Krass. Wie viel? Okay. Ich überlege gerade, ob ich mir nicht... Ah, der hat jetzt keine gute Rüstung gehabt. Laufen wir mal zur nächsten Stadt vielleicht sogar. Da hinten. Zinkov. Mal schauen, was wir in Zinkov bekommen. Oh, noch einmal, noch eine. Bruder, das wäre so geil. Ich würde mich freuen. Wie viel brauchen wir denn noch? Oh, nicht mehr viel. 700 gerade mal so. So, Pi mal Daumen. Marketplace hier. Na, wir haben eine 50er Rüstung. 50er Rüstung ist jetzt nicht falsch, aber ich hätte gerne die beste. Ist das sogar schon die... Ist da was? Wir gucken nochmal bei dem rein. Yo, die AWR. Die ist natürlich hier besser, die SVD, aber die AWR hat einfach schon hier, ne? Super, also die geht ab. Zumal die braucht halt dann noch ein Red Dot und so. Gut, das hätten wir ja alles, aber... Ja, ja. Ich freue mich. Genau, hier können wir Munition kaufen. Ich überlege mir tatsächlich, ob ich mir nicht diese Rüstung hole. Weil schaden kann das nicht. Ich meine, wir haben jetzt Heavy Kevlar. Ach komm, weißt du was? Doch eh keiner drauf. Nee, nichts verkaufen. Heavy Assault Armor. Wo ist denn die Kevlar? Und kostet dann noch 2,5. Also ist eigentlich so gesehen kein Geld mehr. Kleider, wie krass. Okay, die adden coole Sachen dazu. Also, ne? Auch sowas ist eigentlich ganz nice. Wie Kleider, weil dann ist das ein bisschen gegendert auch. Ja, das ist, glaube ich, die beste Rüstung. Alter. Ja, dann heißt es jetzt Krieg, ne? Wir gucken mal, ob die vielleicht auch ein Hemd haben, weil irgendwie gefällt mir diese Jacke nicht. So, ne? So. Das ist jetzt so Forest-Sachen. Guck mal, zum Beispiel hier Turtleneck. Ne, Jungle Combats, Marine Combats, ja gut. Komm, wir holen uns das dann noch. So. Wo ist denn der Sto? Zack. Sieht ein bisschen besser aus. Brillen könnten wir, oder? Was ist das? Mask Googles. Ach, da könnten wir diese Night Vision rein. Hätte Fahrradkette. Wollen wir das machen? Wollen wir uns schnell noch Night Vision holen, gerade wenn es so dunkel ist? Kostet ja nichts, komm. Jetzt spielen wir ein, in einer halben Stunde. Hm, das muss man so machen, gell? Nö. Ach komm, musst du so mitnehmen oder was? Hallo? Nee. Das heißt, ich muss es hier mitnehmen. Toll, danke. Danke, Spiel. Kann ich das Bier wenigstens saufen? Nein, kann ich nicht mal Bier saufen. Eieiei, dieses Spiel. Was gibt's denn schon mal? So Brillen? Nee, ne, hier nicht, bei dir nicht. Egal, passt schon. Aber dann haben wir zumindest die Night Vision schon mal dabei. Gerade wenn es jetzt, wie jetzt gerade, wie viel haben wir? 22 Uhr. Guck mal hier, wenn wir jetzt die Looter angreifen, dann wird es gleich wieder hell. Wieder gleich dunkel, meine ich. Ah! So, komm, wir nehmen die Fighter mit. Und die Schnieper. Die Schnieper-Pieper. Die Schnieper kommen nach hinne. Das sind die Bodyfighter. Ja, Mann. So, die gehen so. Die gehen so. Und die geben sich gerade hier voll die Piste, Alter. Auf geht's. Boah, ist das hell. Boah, bin ich lieber blind. Ach, guck mal. Die kriegen wir von hier aus. Peng. 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 Okay. Hat nichts gebracht. Schade.
Müssen wir mal 3 Meter nach vorne gehen. Da feuern schon die ersten. Sniper, alles klar. Peng! Peng! Oh, Treffer. Oh. Peng! Peng, peng, peng! Peng, peng, peng! Tot. Peng, peng, peng! Peng, peng! Peng, peng, peng! Peng, peng! Peng, peng! Stirbst du auch mal? Alter. Oh, der letzte hat getroffen. Sehr sexy. Ja. Gehen wir jetzt vor oder chillen wir? Oder? Ich weiß nicht. So stark sind die ja jetzt auch nicht. Und jetzt unterschätze ich die maßlos. Marslos. Ohne Riegel. Ja, ich weiß, war ein schlechter Witz. Alles gut. Beruhigt euch. Beruhigt euch jetzt. Eben. Boah. Ah. Tot. Na, fast. Fast. Jetzt habe ich den. Fast. Jetzt ist er tot. Wir schießen noch ein bisschen. Oh, den hätte ich getroffen. Oh, guck mal, jetzt ist er tot. Peng. Peng. Juhu, level up. Peng. Peng. Greife ich den auch nochmal? Nö. Aber dafür laufen unsere Assault-Leute rum. Ey, Jungs, lauf mal vor. Hier, Zacko. So zu mir. Dann könnt ihr auch ein bisschen feuern. Falls ihr Gegner-Naros seht. Guck mal hier. Ich habe ihn ins Bein getroffen. Er ist tot. Noch einer weg. Ach, es werden immer weniger. Als sie noch so jung waren, da lief das ja noch so. Ich würde mal sagen, die sind auch schon weg jetzt. Zack. Hä? Ist wieder keiner da? Schnieper, kommt mal vor. Lost alles? Ich sehe keine Gegner. Da hinten auch nicht. Wir haben hier alle umgenietet soweit. Wir haben 3 Schuss. Ja, moin. Hallo? Hallo, ich möchte mit Ihnen über Gott sprechen. Hallo? Entschuldigen Sie? Haben Sie schon meine selbstgeschriebene Bibel gelesen? Hallo? Hallo? Möchten Sie Aluhüte kaufen? Hallo? Ich habe ganz viele Aluhüte zu verkaufen heute. Im Angebot. Bang, 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 bang. Ich glaube, ich weiß, wo die sind. Da. Huch. Haben die sich halt verirrt. Kannst du nichts machen. Da, 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 da. Ach, da hinten. Vielleicht treffen wir ja jemanden. Looter was killed. Na. Yo. Oh, ich hab den getroffen. War gar nicht meine Absicht. Ich hab gedacht, ich feuer einfach mal dahin, vielleicht hilft das was. Und dann töte ich einfach einen. Moin. Ah, da hinten sind die Kollegen von der Volksarmee. Oh, okay. Ist durch, ist durch. Alles gut, ist durch. 2, 3. 1, 2, 3, 4. Komm hier, zack, zack. Bastjo. Imprison all. Bastjo. Jetzt können wir endlich unsere neue Waffe nehmen. Marksman. Chip. But, jetzt geht's rund, Alter. Okay, Commands. Dann bräuchten wir wahrscheinlich was anderes. Das können wir gerade nicht leveln, okay. Navigation. Ja, das ist auch ganz cool. Instructor. Prisoner, Diplomacy, was bringt mir das? Okay, machen wir mal. Einfach nur, weil es geht. Und jetzt machen wir hier noch den großen Leveler. Schieben uns die beiden hier noch in Rachen. Und gehen nochmal kurz verkaufen. Marketplace. Hello, Marketplace. Listen to me.
Cigarettes können wir gut verscherbeln. Hier Bottle. Ja, wir haben genug zu essen auf jeden Fall. Wir haben hier noch eine Map, die wir verscherbeln können. Ja gut. Geld bringt's immer. Merk ich gerade. So, achso, was wir jetzt auch mal machen könnten, ist nochmal in die Partys schauen. Okay. Also nein. Keiner gelevelt. Auch nicht die hier. Auch nicht die hier. Ja gut, rege ich mich jetzt nicht drüber auf. Passt schon. Ah, man kann die Truppen belohnen. Wie geil ist das denn? Weißt du was? Es geht. Dann haben wir hier bessere Squad. Ja. Squad-Zusammenhalt. Jo. Ich würde aber sagen, bevor wir die neue Waffe ausprobieren, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also von daher, bis dann. Ciao.